Zuschauer rein in das fette Vettervergnügen. Schöner kann es nicht werden. Was Sie jetzt sehen, liebe Zuschauer, ist einmalig. Es wird nämlich wieder ein Wurf werden über 90 Meter. Mehr verrate ich nicht. Aber bleiben Sie bei ihm, bei Johannes Vetter, dahinter Boris Obergföll, sein Trainer. Ein Wahnsinnswurf, den wir mit Begeisterung, mit Freude, mit Emotionen begleiten wollen. Ein Irrsinn. Die Weite. Er streckt einfach nur cool gelassen den Finger nach oben. Muss keine Faxen machen wie Usain Bolt und wirft 94,44 Meter und damit deutschen Rekord. Deutscher Rekord für Johannes Vetter. Das geht einem einfach so über die Lippen. Jetzt ist er der zweitweiteste Spieler.